In meinem Leben war ich einige Male ganz nah am Abgrund und wusste nicht, wie es am nächsten Tag weitergehen sollte. Und irgendwoher kam ein Lichtlein. Vielleicht kennst du diesen Satz. Dieses Lichtlein war ein anderer Mensch, der mir einen anderen Blickwinkel gegeben hat, eine Idee, manchmal auch tatkräftig geholfen. Und heute weiß ich, vielleicht hat dieser Mensch manchmal auch nur ein Gebet gesprochen, was sehr wirkungsvoll war, sodass die lichte geistige Welt eingreifen konnte. Aus diesem Blickwinkel heraus weiß ich sehr genau, wie wichtig es ist, für andere Menschen da zu sein und dies in einem 1:1, in einem Ich helfe dir. Und so bin ich bis zum heutigen Tage mit meiner Hellsicht, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Verbindung zur lichten geistigen Welt für die Menschen da und bin auch sehr gerne für dich da, um dir vielleicht ein Puzzlestück zu geben oder dich eine Weile in deinem Sein zu begleiten, dir deine ganz persönlichen Fragen zu beantworten und dir einen anderen Blickwinkel zu geben. Und wenn du vielleicht nicht ganz so persönliche Fragen hast, sondern eine Frage hast, wie das mit den Seelen funktionieren, die in den Körper hineingehen, wie das mit den Lichtschiffen in diesem Universum ist oder welche Bedeutung die Sonne energetisch für unser Sein hier hat, dann sind dies allgemeine Fragen und diese Fragen beantworte ich dir in einem Live bei YouTube am 2. Sonntag im Februar. Machen wir das unter dem Titel Frag Elias und ich wünsche mir eine möglichst große Gemeinschaft, um diese Fragen zu beantworten und danach in dieser Gemeinschaft eine Meditation zu machen und ein Licht auszusenden. Sei mit dabei, ich freue mich auf dich. Hier war dein Elias.